Herzlich willkommen zu einem, ja, etwas neueren Let's Play, zwar die PlayStation 4. Zum Glück ist es nicht ganz die aktuelle Konsole, weil damit könnte ich nicht leben, weil ich immer nur Retro-Gaming mache. Sonst wärst du ja kein Retro-Gaming. Das wär grausam. Ne? Aber ich freue mich. Er freut sich, weil das ist ein Spiel, was du ziemlich abgesuchtet hast. Wer sucht, der findet. Und ich bin ja gar kein moderner Spieler großartig. Ich spiele ja auch eher die alten Sachen mal und auch eher selten, weil es ist halt Sucht. Und man will ja auch im Leben noch anderweitig mal was tun. Aber ich habe mir letztes Jahr gesagt, so nach Feierabend mal eine Stunde oder zwei, spiele ich jetzt ab und zu mal was, habe mir die PlayStation 4 geholt und ein Kumpel hat mich drauf aufmerksam gemacht. Grüße gehen raus an den Gerald. Und da habe ich dann World War II gespielt. Erst die normalen Kampagnen und irgendwann habe ich mich getraut, in die Online-Spiele reinzugehen und ich habe geschwitzt. Die ersten Tage, das war so übel, weil man richtig unter Adrenalin steht, da sind richtig die Kings drin und ich wurde immer besser, ich habe das ein halbes Jahr jeden Tag knapp 1-2 Stunden gespielt und bin da recht gut geworden, bin jetzt nicht der Oberchecker, aber wir gucken einfach mal. Ja, wie ist es denn, World War II ist natürlich so eine Sache, ne? Ist jetzt natürlich nicht die schönste Geschichte in der Menschheit, auf welcher Seite stehst du denn hier? Das kann man sich aussuchen. Also in der Kampagne ist man natürlich ein US-Soldat, aber das spielen wir jetzt nicht. Wir spielen nur online. Das ist das Spannendste, das Interessanteste, finde ich. Und da kann man sich verschiedene Sachen raussuchen, was man möchte. Mhm, und ich habe mir Widerstand rausgesucht, weil da hat man ein kleines Radar, wo man so ein bisschen mitkriegt, wo die Gegner ungefähr sind. Und das ist auch für heute gut, weil ich habe keine Akustik. Sonst spiele ich das mit Headset. Ah, okay, ja, wir müssen das ohne Ton aufnehmen. Und dann höre ich ganz gut immer, wo die Gegner auch sind. Und jetzt habe ich nur die Optik und da ist der Widerstand ganz praktisch, weil ich das ein bisschen sehen kann. Also ist das dann auch der Nazi-Widerstand? Ja. Also bist du also gegen die Nazis in dem Spiel. Der Klaus sozusagen. Der Klaus von... Schenk von Stauffenberg, oder? So heißt er. Genau. Stauffenberg, ja, genau. Ja. Aber ich gehe schon mal rein. Das lädt ja teilweise auch ein bisschen. Ich gebe das für alle rein. Ja, und die ganzen Call of Duty-Leute, da gibt es solche Leute, die das total auschecken. Ich bin ja eigentlich Anfänger. Mhm. Aber mal gucken, was ich jetzt reißen kann. Ich werde gleich in ein Spiel reingezogen. Das ist auf der USS Texas oder USS Texas. Und das macht auch immer sehr viel Spaß. Und es kommt natürlich immer drauf an, welche Gegner man kriegt. Wenn man unter Profis ist, dann kacke ich auch ab. Ja. Aber meistens bin ich eigentlich unter den Top 3. Aber es kommt immer eben drauf an, welche Mischung das ist. Und es ist halt lustig. Das spielt man dann mit Amis und Engländern. Ja, voll krass, gell? Und dann auch Franzosen. Mhm. Schön. Finde ich gut. Ich nenne mich dort Kubi Knubi. Kubi, habe ich schon gesehen, Kubi Knubi, ja. Wer mitspielen will, mal, ne? Aber du willst ja, du hast es ja sehr abgesuchtet und du willst es ja ein bisschen einschränken. Dein Online-Abo läuft aus und dann willst du auch ein bisschen, ich will auch Family und so. Ja, ich will ja auch ein bisschen was arbeiten. Genau. Ich habe den König erwischt. Ehrlich? Das ist jetzt nur noch 3 Minuten, ich bin in ein laufendes Spiel reingekommen. Und das war jetzt ein Spieler, der irgendwo jetzt tot ist. Das war der Beste, der hat schon 25 Abschüsse gehabt. Und du hast den jetzt abgeballert. Ja. Und irgendwo auf der Welt ärgert sich jetzt einer. Ja. Holy Kenobi. Oh, aber dann, wie gesagt, das Spiel ist gleich vorbei, aber das ist jetzt zum Reinkommen vielleicht ganz gut. Und dann kann ich in der Wiederholung sehen, wie er mich abgeschossen hat. Okay. Und ich habe meinen Charakter halt so gebildet, dass ich hier die Wumme habe, die ist ganz gut. Mhm. Dann als zweite Wumme habe ich Raketenwerfer, dann kann ich durch. Zack. Guter Mann. Und als drittes gibt es erwischt. Ne, der läuft aber auch offen rum, der war auch nicht so klug von dem, ne? Muss das ja schon so ein bisschen verstecken. Und als drittes habe ich zwei Minen. Alter. Zwei Minen, wenn die drüber laufen. Oh, jetzt hat er dich auch einer, ja. Das ist zur Erklärung. Mhm. Das habe ich mir so kreiert. Und da gibt es halt, alle meckern halt immer über die anderen nach dem Motto, das ist ja hier halbes Cheaten, wenn man mit diesen Minen spielt. Oder das ist halbes Cheaten, wenn man Widerstand hat, wo man hier den Radar oben hat. Wie gesagt, hier am Radar, die roten Punkte sind ganz konkret die Gegner. Oh, überall sind wir. Der ist aber echt nicht gut. Ah. Uiuiui, da ist man aber schneller tot. Ist 30, man sieht, der Beste hat schon 29 Abschüsse. Wenn er noch einen hat, sind es 30. Aber die meisten, die drücken dann auf die Bremse. Und warten dann noch, weil sie voll in Führung sind. Mhm. Aber das Spiel ist dann gleich aus. Und dann strenge ich mich mal richtig an. Okay, das ist jetzt nur so ein bisschen das Intro-Spiel, ja. Aber es waren schon gute Leute dabei. Und ich habe jetzt seit Anfang Dezember nicht mehr gespielt. Die letzten Tage habe ich zweimal Probespiele gemacht, wo ich dann aber auch recht schnell wieder vorne mit dabei war. Also ich kann prinzipiell schon noch einigermaßen. Das ist die Wiederholung eines der besseren Abschüsse. Welcher Schauplatz ist denn dein Lieblingsschauplatz? Gibt es da so Normandie-Scheiß und sowas? Gibraltar finde ich großartig. Größtes Haus heißt eins. USS Texas finde ich auch lustig. Fast jede Map hat was für sich. London Docks finde ich auch super.
Okay, okay. Also gibt, inwieweit gibt es denn echte Schauplätze? Das jeweils, ich bin 6-mal gestorben, 4-mal. Hast du einen abgeballert? Hm? Die basieren alle auf echten. Alle auf echten, Plätzen, okay. Aber es ist halt alles ein bisschen angepasst an das Videospiel natürlich. Mhm. Und es soll ja um den Spaß gehen. Aachen ist dabei. Ist auch richtig cool. Auch schön, okay, da abgefahren. Aachen war doch die erste Stadt, in der die Amis eingemarschiert sind. War das nicht so? Da gab es Mörderkämpfe. Da kann man es seinen Favoriten nennen. Das sage ich gleich mal. Größtes Haus erstmal. Ich sag größtes Haus, weil da bin ich. Aachen ist auch saulustig. Abgefallen, das ist interessant. Das sind halt alles echte Leute, dass die da irgendwo aus der Welt. Ja, ja, klar. Und dann beschimpfen sie mich immer, Cubic Newbie Asshole. Da gibt's keinen Moderator, der da irgendwas filtert. Da gibt's auch ich habe so einen Südstaatler, der halt immer das N-Wort. Ich sag's jetzt nicht. Ja, ja, das N-Wort haut immer raus gegen alle. Weil die Südstaatler, das ist schon hart. Also ich weiß nicht, ob es ein Südstaatler war, aber der hat sich halt so richtig angehört. Man hat sich so richtig vorgestellt, so ein Südstaatler mit seiner Wampe dann davor. So ein Hillbilly-Typ. Oh Mann, ey. Ich sag dir, in Südstaatler, ich kenne ein paar Leute, die haben da hier, wie heißt der, Au-pair gemacht und sowas. Mhm. Ey, die Südstaatler, die haben auch nicht keinen Horizont. Alle, die sind, es ist ganz oft so, dass die Leute nicht aus ihrem Ort kommen, die haben ihren ganz kleinen Mikrokosmos und dann ist natürlich klar, dass wenn du keine Welterfahrung hast und nicht andere Länder siehst und alles, dass du da komplett gegen andere bist und die Ausländer scheiße. Das ist dann eher, und das ist halt wie auch in Deutschland, dass diese Tendenz ja auch ganz oft auf dem Dorf zu erkennen ist. Das ist einfach, weil diese Leute nur ihr Dorf kennen und die Welt noch nicht gesehen haben. Ich glaube, das ändert viel, das macht viel mit Menschen. Aber wenn man andere Kulturen kennenlernt, bei anderen Aspekten sind sie dann auch bodenständiger und in anderen Hinsichten. Ja, klar, das hat natürlich auch Vorteile. Ich will das nicht nur negativ, also die haben natürlich auch andere Seiten, wo es wieder cool ist. Den Rest habe ich erwischt, ich bin schon vorne. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh Mann. Shotgun da. Vollschuss hier. Muss ich verstecken hier? Wie geil das aussieht. Ich spiele ja so selten moderne Spiele. Super aus, die Grafik. Hammer. Paulana Spezi, keine Werbung. Keine Werbung. Zweiter Platz mit zwei Abschüssen. Der erste ist richtig gut. Boah, da war eine Tretmine. Da, guck mal, da liegt auch eine. Ist schon weg. Ja, Tretminen waren ja auch so ein Thema im Krieg, ey. Was da übrig geblieben ist, gerade auch später, auch noch in Vietnam, war ja ein großer Tretminen. Okay, du bist im anderen, Modus. Oh Mann. Ich möchte jetzt auch ein bisschen was reißen. Wenn wir das jetzt endlich mal spielen, wir wollen es letztes Jahr. Das war geplant, das war geplant. Letztes Jahr spielen. Und dann haben wir diese Funktion mit dem HDCP oder wie es heißt, nicht gefunden. Ja. Oder beziehungsweise wir. Ja, und dann mussten keine Zeit. Ja, genau. Wir mussten 2 Minuten aufnehmen. Es kam kein Bild mit der Capture Card. Alles im Hintern. Oh, und da ist so eine Tretmine. Oh, die Tretmine kannst du dir denn erkennen oder wie sieht's aus? Ja, oder, kann man oder? Schon. Ja? Ja. Also Top 3 ist das Ziel auf jeden Fall. Dann hat man mitgewonnen. Ah! Hab ihn. Guter Platz. Und da unten tauchen die halt neu auf, wenn sie gestorben sind. Also hier kann man sich halt ein bisschen verschanzen und auf die Leute warten. Ja. Was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, naja, World War II darf man jetzt auch nicht verherrlichen oder so? Was sagst du dazu? Ich meine, da gibt es ja auch Leute, die sagen. Gut, aber erwachsene Leute können ja Differenzieren, meinst du? Hm? Können spielen, was sie wollen, solange es in. Solange sie niemand anderem dann Schaden kriegt. Ja. Ich meine, ist ja immer ein Thema, ne? Dieses Thema der Gewalt, die ja in Videospielen natürlich immer realistischer wird. Früher hat man sich, außer es stehen Spiele auf dem Index von 1982 oder so, da denkt man, das ist doch echt ein Witz. Und heute wird es halt krass real, ne? Das ist schon puh. Also ich bin noch vorne mit dabei, Platz 4. Ich habe ihn. Hassen. Platz 3. Dem kannst du, willst du mir jetzt auch noch seine Armbanduhr klauen oder was? Ich kann jetzt nicht viel auf dich eingehen. Schade, ich bringe ein paar Sprüche vom Krieg. Der Armbanduhr klauen war ja immer so. Ich reagiere viel anders als sonst. Ja, hast auch wieder recht. Alles gut. Ist, im Grunde ist kein Unterschied für mich. Eben. Für mich ist kein Unterschied. Zack. Aber geht die Post ab, oder? Die geht die Post ab. Erstmal, ich hab geschwitzt. Glaube ich dir. So runtergelaufen. Weil es halt auch so echt aussieht. Du denkst, du bist echt auf dem Schlachtfeld, der Lecko Fanny. Ich bin nur in den Top 3. Das ist doch schon mal ganz gut. Es ist so erstaunlich, dass, erzähle ich jetzt unseren Zuschauern, nicht dir, brauchst nicht zuhören, aber es ist schon erstaunlich, dass es immer realer wird und dass das menschliche Gehirn so schlau ist, das macht einem gar nichts aus. Also dem normalen Menschen macht das jetzt gar nichts groß aus. Aber sobald man
sowas in echt erlebt und eine echte Leiche sieht, und vielleicht eine verstümmelte Leiche, dann kriegen manche Leute einen Schaden davon. Und das ist so krass, dass das Gehirn in dem Augenblick keinen Schutzmechanismus bilden kann. Das oder oftmals nicht. Ne? Das ist natürlich bei Menschen individuell, aber das finde ich so erstaunlich. Man, wenn man Gewalt im Fernsehen anschaut, dann ist es so, ach ja, ne, ist halt so. Aber ja, sobald man da in echt irgendwas mit den eigenen Augen sieht, kann es sein, dass man 10 Jahre in Behandlung muss. Ja. Und das ist echt total krass, finde ich. Wie läuft's? Ich bin noch vorne mit dabei, aber nicht ganz vorne. Nicht ganz vorne, alles klar. Der Plan lautete, unter die Top 3 zu kommen. Ja, ich bin 4. Und die anderen, merkst du, kannst du erkennen, was die anderen spielen? Spielen auch manche Nazis? Und finden es geil, da Nazis zu sein? Darauf achte ich gar nicht. Ballerst einfach alle. Ja, es geht ja ums Schießen. Ja. Also da gibt es die Ränder rum. Aber man könnte es schon erkennen. Man darauf achtet, aber so, ich bin jetzt nicht so der Uniform-Experte oder sowas. Darum geht es ja nicht. Aber was ich schon Zweifel finde, ist, dass man eben ein Nazi spielen kann. Ja, als gut, Nazi die Leute. Weil das schon, finde ich schon ein Bild. Es gibt ja auch welche, die nichts Schlimmes gemacht haben. Es gibt ja auch US-Soldaten, die schlimme Sachen gemacht haben. Ja, gut, klar, das auf jeden Fall, aber die Todeslager, das ist halt schon mal ganz, das übertrumpft halt keiner. Das war halt der industrielle Mord, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da kann man auch nicht kommen, wie die anderen haben auch Scheiße gebaut. Das steht alleine und das ist einfach eine Schuld, die groß ist. Hab ich. Weil das war drüber. Tretmine. Das war Gräueltat hoch 100. Platz. Ja. Oh Mann, da sitzt er. Aber ist er ein Nazi oder nicht? Ich weiß es nicht. Sah so aus. Bin ich ja im Grunde auch, ich bin der Widerstand. Ja gut, du bist ein Anti-Nazi, wenn du im Widerstand bist. Aber ich habe die Uniform an. Naja gut, aber als Tarnung. Ja gut, aber... Wahrscheinlich, da kann der andere auch als Tarnung haben, meinst du? Haben ja auch gekämpft, so ist es ja nicht... Zumal gerade die viele Offiziere und so haben ja immer versucht, einen Unterschied zu machen zwischen Regierung und dem Heer. Und haben gesagt, wir verteidigen das Land sozusagen. Und, aber es ist halt sehr vielschichtig. Das Ja, klar. Das kann man nicht so unterbrechen. Ah, Mann! Kurz vor Ende. Ich bin Platz 5, glaube ich. Na gut, aber... Ich habe mich gut geschlagen bisher. 5 ist jetzt auch nicht so viel schlechter, ne? Also geht ja noch, solange du nicht letzter bist. Und bei dem Ding spielen jetzt ungefähr 8 bis 10 Mann mit, oder was? Oder wie viel spielen wir? 5. Platz, 8 sind es immer. Also es sind immer 8 in einer Runde. Und das sind dann so kleine Spielchen, da heißt, da kann man dann joinen, wenn ein Platz frei ist oder wie. Ja, oder ja, jetzt mal eine Gruppe und, oder ein Flammenwerfer sogar. Na gut. Mal eine Gruppe und die geht dann ins nächste Spiel rein. Das, wenn welche rausgehen, werden dann neue wieder mit reingezogen. Im Idealfall, bevor das Spiel beginnt. Und jetzt schauen wir mal. 5. Platz, naja gut. Aber es waren gute Leute dabei. Und wie gesagt, ich höre halt nichts. Das Hören ist macht sehr viel aus. Und das mit Flammenwerfer, wenn man 5 Leute am Stück erschossen hat, ohne selbst erschossen zu werden, da gibt es dann solche Reihen und dann gibt es halt Bonusgeschichten. Da kann man Flieger kommen lassen, der Bomben schmeißt oder eine einzelne Bombe gesteuert schmeißen oder man kriegt eben den Flammenwerfer. Und wollen wir mal nach Aachen oder so? Oder was das kann ich ja nicht aussuchen. Ach so, wie läuft das denn ab von der Mechanik her? Demokratie im Krieg. Ich habe jetzt für Gibraltar gestimmt, da bin ich auch sehr gut. Mhm. Da kennst du so deine Schlupfwinkel oder wie? Kennst du deine Schlupfwinkel? Nee, meine Wege. Ich bin eigentlich keiner, der viel rum... Das ist ja Campen, heißt es ja, wenn man irgendwo die ganze Zeit nur sitzt. Also, ja, ich mache das nur, wenn ich einen Flammenwerfer habe und ich halt mich an einem bestimmten Ort setze, um halt die Leute abzufackeln. Weil wenn man damit rumläuft, dann wird man halt recht schnell auch erschossen. Und auf engen Raum kann man einen Flammenwerfer ganz gut einsetzen. Hast du Ego? Shooter groß gespielt. Null. Das war nie mein Ding. Das war absolut nie mein Ding. Aber kriegst du da jetzt Kopfschmerzen, wenn du als... Kopfschmerzen? Wie meinst du Kopfschmerzen? Ja, wenn man nicht selbst spielt, kriegen viele ja Kopfschmerzen, wenn man als nicht aktiv... Nee, das ist bei mir schlimmer bei VR-Brillen. Da kriege ich so eine Übelkeit. Das habe ich. Das ist ein bisschen blöd. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe so eine Oculus Go 1. Ich finde es geil. Es macht Spaß. Aber es ist auch leider...
schwierig zu ertragen für mich. Mir wird schlecht und alles mögliche. Aber es ist so cool mit der Brille. Es macht so einen Spaß eigentlich, ne? Gibt's tolle Sachen, so meditative Sachen, also meditativ. War gut, oder? Ja, war nicht schlecht, war gut. Nee, das ist schon toll mit den Brillen, aber es ist kein Mainstream, ne? Die Brillensache hat sich wegen der Übelkeiten nie etabliert, ne? Nintendo hat ja auch schon mal mit dem Virtual Boy 1995 einen Anlauf gemacht mit so einer Brille, das war der Oberflop. Also mehr Flopping nicht möglich. Und da war auch so eine Übelkeit schon da am Start, wobei die ja noch sehr einfach gestrickt war. Die neuen Brillen, die PC-Brillen der neuesten Oculus-Generation, die sind krass. Die sind krass, ey. Das ist ein Level, wo ich auch gerne mal ein bisschen campe, weil da gibt es diese Dinger. Und das macht Spaß. Schau ich mal, ob mir da mal irgendwann eine über den Weg läuft. Das sind so Stand-MGs. Und guck, da oben in dem Fenster ist auch ein Stand-MG. Oh, hast du den Schuss gesehen? Da ist einer. Da ist einer. Erwischt. Hast du ihn erwischt? Ja. Junge! Heiliger. Also ich finde es ein bisschen befremdlich, diese Welt und diese Kriegsspiele. Ich finde es wirklich ein bisschen befremdlich. Voll. Ich finde es krass, weil ich habe mich nie damit so auseinandergesetzt. Es wird halt immer härter. Es wird halt immer realistischer, meine ich. Es ist zu krass. Ja, aber US-Militär setzt das sowas auch als Schulung ein. Ja, macht Sinn. Ja. Klar, macht Sinn. Klar. Ja. Die haben ja sogar schon Battle Zone auf dem Atari VCS 2600. Das war ein Vektorgrafikspiel. Aha. Das haben die auch schon fürs Militär eingesetzt. Und das war aus heutiger Sicht ein Witz. Ein ganz schlechter Witz. Und das hier, what the F, kann man da nur sagen. Ja, so ein bisschen Soldat James Ryan und so kann man da schon. Ja. Oh, da gibt's Soldat auch. James raus. Weißt du? Ja. Ah, da! Ich krieg ihn. Hast du ihn? Nee. Doch, ich habe ihn. Echt? Ich habe durch die Wand durchgeschossen. Die Dinger können durch die Wand durchgeschossen. Über Leichen, ey. Ich bin Platz 2 mit Heidelowski. Heidelowski. Aber das heißt, es sind nicht viele Abschlüsse, die hocken alle irgendwo. Die bewegen sich nicht. Na, ich stell mal was um. Jetzt hat mich einer von hinten. Glatze glänzt. Mach das ruhig. Ich spiele hier mal gemütlich weiter. Aber bei dem Spiel, bei dem Level, wo ich jetzt bin, gibt es einige gute Möglichkeiten, sich zu verschanzen und einfach sitzen zu bleiben. So. Ich glaube, die Glatze brennt jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen Schwitzolowski hier oben, gell? Brennt ein bisschen raus, aber ich bin ja immer perfektionistisch, was das Bild angeht. Hast du ihn, oder was? Zweiter Platz. Oh, da war noch einer. Ah, eine Mine war das. Hast du böse Miene zum guten Spiel gemacht? Das ist ein erwischt. Zweiter Platz, nicht schlecht. Aber die sind nicht so stark hier jetzt in der Runde. Okay, also haben sie nicht so viel Erfahrung wie du. Ja, ich versuche mich mal zu verschanzen da oben jetzt, wenn ich hier eine Mine wieder auf mich wartet, aber das Risiko gehe ich ein. Man kann jetzt da. Ich hab ihn. Boah. Bist du hier Erster, gell, gerade? Kann ich hier auch wieder mit. Da war ich vorhin gestanden mit meinem Standgewehr. Gibraltar ist es oder was ist das? Nee, das ist so eine Wintermap. Ah, okay. Könnte auch in Deutschland sein, ja? So ein bisschen. Sieht so. Ich glaube, Frankreich ist. Ah, okay. Frankreich, okay. Ist manchmal. Ja, klar. Die Werbung französisch. Sorry. Ich bin leicht erblindet, spontan. Ich habe ihn. Bin Erster. Und die Kamera. Wenn du dich so weit vorlinst, ist das Bild echt nicht. Ja, das wäre leider so wäre ein bisschen besser. Aber du bist ja voll am Tisch hier. Du bist voll dabei. Ja, ich weiß. War kein Vorwurf. Ja, ja. War kein Vorwurf. Ich bin immer noch Erster. Geht's immer weiter nach vorne. Irgendwann ist auch ja, muss man nur sagen. Ja. Ich bin jetzt drin. Das sieht so geil aus, muss man schon sagen. Schaut super aus, oder? Absolut. Ja. Wie er die Hand an der Wumme hat. Aber persönlich hätte ich jetzt keinen Bock, so Krieg keine zu spielen. Lust. Ja, mein Opa hat natürlich immer viel erzählt. Ich habe vor dem Krieg schon so auch. Ich beschäftige ein bisschen, mich viel bisschen mit dem Thema. Respekt. Ich finde es so ein bisschen für mich unpassend irgendwie. Aber es ist immer Teil der Popkultur. Am Krieg gibt es ja nichts zu verherrlichen an sich. Aber die Spiele machen halt Spaß. Ja, das ist es ja. Und das ist ein schöner Nervenkitzel. Ja. Und es geht dann auch um Taktik und Reflexe und alles. Ja.
Nur wenn dann Leute so, oh, geil, Krieg, ich bin jetzt Nazi, oh geil, das macht mich an, das finde ich dann schwierig, weißt du, wenn Leute dann so abgehen. Kein gutes Thema, bis habe ich dann nicht gibt. Das ist cool, ein Glück. Ich kenne mich in der Szene ja gar nicht aus, ich sage nur, was ich so, ne, meine Bedenken. Irgendwie. Ich kriege nur mit, dass die Stimmung oft ein bisschen feindselig ist bei den Leuten. Ich sage immer, mach doch locker und ist doch. Ja, okay, ist doch ein bisschen Agro-Stimmung. Ja, ich mein, ja, das ist natürlich auch ein bisschen, was vielleicht durch das Thema Krieg und vielleicht das geschuldet ist. Wie mit deinen. Ja, und weil viele Assis wahrscheinlich auch spielen. Aber ja, das ist wie mit deinen, und weil halt Adrenalin hochkommt. Hm. Das ist wie mit deinen Kommentaren. Wenn da eine Akku ist und ich dann nett was dagegen sag, dann ist auch nett. Dann ist er auch nett. Voll. Das habe ich so oft erlebt, das finde ich ganz toll. Genau. Ja. Dann oftmals entschuldigt er sich auch, hey, hör mal, ich war ein bisschen blöd. Also, das habe ich auch schon oft erlebt auf meinem Kanal. Das ist echt schön. Wir lassen dann auch einfach mal die Sau, glaube ich, raus. Das ist halt auch einfach mal den Alltag. Ja. Dampf ablassen. Ventil-Action, ja. Also ich bin jetzt nur noch Dritter. Ah, Mann. Wie viele Granaten hast du? Eine, immer eine pro Leben. Ah, okay. Eine pro Leben, das ist dann okay. Erwischt. Und hier ist ja auch nicht so, dass man irgendwie Medipacks finden kann, à la Tomb Raider oder Munition aufsammeln, das ist sowas. Ja, man kann die gegnerischen Waffen aufsammeln. Ah, okay, okay. Aha. Was will ich mal wieder hier? Zweiter Platz immer noch. Oi. Der andere ist vor mir, weil er weniger Tote hat. Aber das heißt auch, der gammelt halt rum irgendwo wahrscheinlich. Wie sich das anhört immer, das ist meine Güte. Also für einen, der sich überhaupt nicht mehr auskennt, ist echt, echt krass. Aber also, interessant, oder? Also, ja. PlayStation 4, und was ist denn da ist die Frage, wie der Sprung auf die PlayStation 5 ist. Ob es dann so viel geiler ist. Ich die große Frage. Es gibt ja neue Sätze und ich finde es gar nicht so viel besser. Die Sprünge werden kleiner, weil es halt schon so ein hohes Niveau hat. Gell? Ja. Also, wenn ich an die Sprünge denke zwischen SNES und Nintendo 64, ja, das war krass. Das war ein Meilenstein. Ja, ja. Da kann man wirklich sagen, wow. Aber heute. Erwischt, oder? Habe ich ihn? Ja. Dritter Platz, ein Abschuss hinten dran. Was ist denn, wenn das jetzt zum Beispiel, wenn das online nicht mehr geht? Gibt es auch einen Offline-Mode hier bei dem Spiel zum Beispiel? Ja, eine Kampagne habe ich ja. Oder ist das gekoppelt an online? Nee, ist es nicht. Also du könntest offline auch spielen. Ach so, mit anderen Leuten meinst du jetzt? Nein, die Kampagne ist halt das. Ist im Offline. Es geht darum, dass man im, als US-Soldat, D-Day geht's los, bis Aachen haben sie das Spiel programmiert. Also jetzt ist das Finale, die letzten 2 Minuten. Und jetzt geht's noch darum, dass ich vielleicht noch die Top 3 erreiche. Der erste Platz wird schwierig. Wo sind sie? Wie groß ist das denn immer pro Runde? Ich meine, wo ist denn eine Grenze zum Beispiel? Ja, hier komme ich nicht mehr weiter. Wer macht Speiselokal? Das sieht, achso, klar, das ist ja, also in den besetzten Gebieten. Besetzten, ja, okay. Ja, habe ich gerade nicht mehr gerade eingefallen, tatsächlich. Nochmal Grenze, was hast du gesagt? Ja, die haben natürlich Grenzen, die Maps. Und dann läufst du hier, läufst hier gegen eine Wand. Ja, hier ist okay. Auch Ende. Das sind halt Mauern und so. Mhm. Einfach mal rein auf Verdacht, oder was? Ja. Das wäre natürlich krass, wenn da eine. Hast du ihn erwischt? Ah. Boah, du hast doch da was reingeworfen, oder nicht? Nee, das sind keine. Ja, die verletzen sie ein bisschen. Aber das sind welche, die Leute eher lähmen. Also so ein bisschen langsam machen für einen Moment. Ich weiß nicht, wie realistisch die sind. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Oh Mann. Komm, 1,5 Minuten. Musst du noch was gehen. Ich habe keinen Ton. Ein bisschen Ablenkfaktor ist da. Ja, das ist tatsächlich. Ich bin bei Mario Kart. Wir haben ja eben auch Mario Kart gespielt auf der Wii und haben auch gelabert. Ich bin gefallen wie der letzte Trottel irgendwie. Das ist eben schwierig. Ne? Alleine und voll fokussiert ist ein Unterschied. Ja. Ein großer Unterschied. Und das Sounddesign ist halt auch der Hammer. Ja. Wenn man jemanden trifft und so, das hört sich so gut an. Unsere Zuschauer hören es. Ja. Ganz kurz als Info, wir nehmen den Sound nicht auf, damit er nicht hier ins Mikro reingeht. Deswegen spielen wir, wenn es geht, ohne Ton. Ne, da ist alles ordentlich. Wir nehmen den Sound aber auf und natürlich hört ihr ihn von Anfang bis Ende. 1 Minute. Kann man so einstellen, dass man das Gelaber der anderen da hört?
Ja, ja, klar. Aber das haben wir aus, oder? Hoffentlich. Haben wir das aus? Ne, wenn ich die Kopfhörer auf habe, höre ich es halt. Aber im Spiel, so, der Spielsound ist es. Ich glaube, es ist aus. Okay, alles klar. Also, weil dann würde YouTube das sperren. Da wird es ja ständig irgendwie. Ja, aber ist ja nicht nur so, dass die meisten sagen es ja nichts. Ja, okay. Oh, Flammenwerfer. Oh, Flammenwerfer ist natürlich immer. Oh, so will ich nicht sterben. Aber welcher Tod ist schon schön? Udo Jürgens hat einen tollen Tod. Udo Jürgens, bis zuletzt fit, Schlagersänger Udo Jürgens. Und dann bei einem Spaziergang umgekippt und tot. Mann, ich verpasse den. Wie geil ist das denn? So will ich auch sterben. Das war's. Ja, Zeit ist abgelaufen. Vierter Platz. Vierter Platz, naja. Ich bin aber oft gestorben, aber ich laufe halt viel rum. Mhm. Und drin, das hätte ich knapp schaffen können. Schauen wir mal. Was gibt's denn noch für Sachen? Wir machen ja noch zwei Runden vielleicht. Wie viel Zeit ist im Vergangen bisher? Ja, also wir hätten jetzt noch, wir haben ja so ein bisschen Zeitlimit uns gesetzt, so ein Viertelstündchen wäre optimal. Ist es okay? Insgesamt noch oder haben wir die rum? Nee, wir haben jetzt 20 vor 2 und bis okay, 2. Dann machen wir zwei Maps noch. Ist es cool dann? Zwei okay, Maps, das sind cool. 20 Minuten vielleicht. Du bist dann auch zufrieden mit der Zeit und so. Du wolltest das ja unbedingt aber Let's Play. Man hat jetzt ein bisschen was gesehen. Ja, ist krass. Muss ich nur mal in die Top 3 nochmal kommen. Also aufgenommen haben wir jetzt ungefähr 25 Minuten. Okay. Das ist doch schon nicht. Gut, machen wir zwei Maps. Schon, ja. Zwei Maps so super. Der Alpha-Player ist der erste geworden. Kennst du auch ein paar schon, oder wie? Nee, oder? Aber... Das ist ein großes Universum wahrscheinlich, oder? Als ich regelmäßig gespielt habe, habe ich dann, weil ich auch immer zur selben Zeit gespielt habe, dann auch mal... das macht natürlich auch was aus, Leute klar. ...getroffen, aber es waren wenig Deutsche, weil ich halt früh morgens dann um 5 gespielt habe. Das ist Ami-Zeit dann, gell? Gibraltar. So ein bisschen, ja. Ich habe jetzt Gibraltar mal ausgewählt und hoffentlich klappt. Sandbox ist aber auch lustig. Da spielt man in Sandkasten als Spielzeugsoldat. Also man rennt in echt schon rum, also es ist wie Matchbox. Ach, Das ist ja, das nimmt den Krieg aber so die Echtheit so ein bisschen dann. Zwei das haben ist ja so geheim Modus, genommen. Ne? Ist ja auch schön. Zwei haben geheim genommen, das heißt, es ist Zufall. Höchstwahrscheinlich. Oh, ist noch einer auf Gibraltar. Vielleicht habe ich doch Glück. Schauen wir mal. Gibraltar ist richtig cool. Ja, dann Gibraltar. Yeah! Gibraltar. Gib her, Alter! Da habe ich öfter mal Flammenwerfer. Aber wie gesagt, es kommt halt auch immer darauf an, wie stark die Gegner sind. Ja. Und da gibt's echt, und der Computer mischt es ein bisschen scheinbar. Ah. Er merkt, wie die drauf sind. Mhm. Und das ist bei dem neuen Call of Duty so extrem geworden, dass die Leute total abgefuckt sind. Ja. Weil das halt kein Zufallsgenerator mehr ist, sondern halt komplett gesteuert. Und wenn man sich total doof stellt und in die Luft schießen immer abgeschossen wird, kommt man in Gruppen rein, wo nur Loser drin das sind. Ist ja. Da gibt's einige Videos jetzt über das aktuelle Call of Duty, dass die Leute da überhaupt keine Lust mehr drauf haben. Kann man verstehen, ne? Kann man voll verstehen. Cool, was gibt's da zu erzählen? Sieht toll aus, sieht klasse aus. Kann man denn die Skills erkennen? Bei Leuten, die stehen ja, irgendwo, was für eine Mannschaft die haben. Ja, genau, irgendwie, was für Points oder was, wie kann man die Skills, wie wird das gemessen? Gibt es da ein Punktesystem? Man, es gibt auch so Aufgaben, wenn man da bestimmte Prozentsätze geschafft hat und so. Also mit Pistole Leute erschossen hat, dann kriegt man wieder Extras und CDs. Okay. Dann gibt es sowieso Spielkarten, dass man sich dann Sachen. Ist es schwierig, aufrecht zu sitzen? Ja, gell. Dann soll ich aufrecht sitzen. Ja, wenn es geht. Ich will ja nicht, du sollst ja auch gut spielen, ne? Mhm. Nur wenn es geht, das wäre fürs Bild halt ein bisschen besser. Aber kein Stress. Dieses Spiel muss man sich fixieren. Ja, das kann ich verstehen. Ach, da kommt einer. Hab ich. Sehr gut. Ich bin Erster gerade. Jo, der Mann kennt sich aus. Immer wenn das was ist, wenn das eingeblendet ist. Das mache ich. Also bist du auf die Taste gekommen. Also wie der Stand ist. Die Tabelle sozusagen. Okay, cool. Oh, kannst du die Leiter hochgehen? Ja. Was ist denn das für ein geiler Raum? Das ist irgendwie so ein... Ja, ich habe schon überlegt, wie sinnvoll das angeordnet ist und wie realistisch. Aber das ist halt für Spiel angeordnet. Das ist halt coole Maps sind, wo man sich ein bisschen sieht durchlaufen einfach, sieht so kann. Geil aus. Gibt es da auch eine Szene, kann man auch eigene Maps machen? Gibt es da irgendwie einen Editor oder sowas? Ich glaube es nicht, aber ich bin da nicht so tief drin. Ich zock halt. Man weiß ja, dass es bei anderen Shootern auch, dass da viele eigene Maps gemacht werden. Das hört man ja immer wieder, ne? Ja. Geht er wieder nach vorne. Ach, nein, alles gut. Also du sollst ja auch spielen. Ne? Sag ruhig, wenn das naja. Ist. Mach ich ja bei dir auch aber immer. Ja. Ich bin jetzt immer umgekehrt so ein bisschen. Ja, jetzt. Ja gut, wegen ans Mikrofon kommen und so hast du mich ja früher auch schon oft. Ja, das stimmt. Aber ist ja alles gut, wenn du vorne bist, ist auch nicht so. Es geht ja ums Spiel und ja.
Alles gut. Und das Spiel ist auch hauptsächlich eingeblendet. Jetzt kommt, ist hier keiner. Wie kommt's denn? Wo sind sie denn? Machen wir Kaffeekränze irgendwo? Oh Mann. Aber ich weiß, wo er ist. Das ist gleich um die Ecke. Ich hau einfach mal einen rein. Ist doch lustig, oder? Ja, wir haben überhaupt nicht dein Tipp. Nee, die Spiele sind gar nicht mein Ding. Aber ich guck, ja, aber mein Gott, ich guck's mir gerne an, ich bin ja offen und so. Achtung, der kommt. Und vor allem spiele ich ja nicht, oder gucke ich mir ja nicht moderne Spiele an. Deswegen ist das für mich halt auch mal so ein Update. Ja, wie sehen sie aus? Was ist so der Stand? Ne? Das ist glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Das ist ja heutzutage bei Spielen nichts. Ist im Grunde nur aktuell, kann man sagen, eigentlich. Ja. Ne? Also, die altern ja heute langsamer, die Spiele tatsächlich. Ja. Da fragt man sich auch, wo es hingeht. Mhm. Was ist in 10 Jahren? Ja. Hab ihn. Hat er. Zweiter Platz gerade. Komm, einen ersten Platz werde ich doch hinkriegen hier auf Gibraltar. Ist da einer? Wie oft hast du die Map schon gespielt? Kannst du es noch zählen? Oder Ich habe eine Textdatei, wo ich aufschreibe, abschneide bei dem jeweiligen. Geil. Und ich glaube, ich habe da so 60 Mal insgesamt den ersten Platz geschafft. Ich schreibe dann auf, bei welchen Maps ich wie oft den ersten Platz geschafft habe. Das ist ja schon ein bisschen nerdy-mäßig. Ne? Ja, aber ich schreibe auch, ich bin ja auch Fan von so. Welche Filme ich geguckt habe und so. Ja. Weil ich das interessant finde und so Statistiken, da bin ich halt voll. Ich schreibe es halt in mein Tagebuch dann so, aber nicht so ganz, sondern wenn ich dran denke, den Film habe ich geguckt. Und ich habe halt seit 99 Tagen. Spiele ich halt nicht so ins Nichts, sondern habe so eine kleine Statistik für mich. Mhm. Die gibt es ja auch intern ein bisschen. Schön. Also kannst du auch immer wieder abrufen. Es gibt ja so im Spiel gibt es ja Statistiken, welche Abschussquote ich habe und so Geschichten. Mhm, das gibt es auch alles. Und da gibt es auch ein Ranking weltweit von allen Spielern, wo ich irgendwie auf Platz 22.000 bin oder irgend sowas. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist jetzt nur aus der Luft gegriffen. Da geht's ab gerade irgendwo. Da oben ist einer. Hast du? Nee, hatte ich. Sniper ist natürlich auch so ein Ding, ey. Sniper, haben das nicht Scooter schon gesungen. Mann. komm, ich geh jetzt mal da hoch. Da gleich mal die Mine gelegt. Um die Ecke gleich die nächste. Immer um die Ecke, wo sie sich sehen. Und vom Steuern finde ich es richtig gut. Also ein Bekannter von mir, der lästert immer. Warum? Das sind die PC-Spieler. Das sage ich mal, mit Maus und Tastatur ist viel besser. Oh Gott, hör mir auf mit den Maus. Ja. Das ist ja total scheiße. Das ist doch geil mit Joypad. Richtig cool so. Maus und Tastatur. Ja, dann soll sie halt die Spiele von 1995 spielen, weißt du? Das ist aber ein modernes Spiel auch so mit Maus und Tastatur. Oh ja, ja. Ey, immer noch. Die Ego-Shooter, die schwören da drauf. Die. Vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster, weil ich es nicht kenne. Vielleicht steuere ich auch irgendwie geil. Ja, habe ich doch noch nie gemacht. Wie kommst du auf sowas? Das ist ein schmales Brett, auf das jetzt kommt. So, halbe Zeit ist rum. Und ich bin 3 Abschüsse hinter dem ersten Platz. Der Abschuss hier. Da ist irgendwo einer. Siehst du es mit dem Radar? Auf Radar? Oben links. Wenn da was rot aufleuchtet, dann ist einer der ist dagegen. Jetzt da oben hinterm Haus. Hinter dem Haus links ist er, oder? Kann den Radar gar nicht lesen. Hast du? Ja, roter Punkt ist, dann steht einer und die rote Fläche ist in der Gegend, ist einer. Jetzt hat er dich, oder nicht? Ja. Hey. Muss auch schnell reagieren. Die schießen ja auch zurück. Ja. Ich kann ja auch abgeschossen werden. Konntest du sehen, wo... Oh, hat er dich, oder was? Mhm. Damn it! Im Lauf. Ja, hat er einen Lauf gehabt. Ja. Kannst du sehen, aus welchen Ländern die anderen kommen? Nee. Also wahrscheinlich kann ich auf den ihr Profil gehen und das sehen. Ah, okay, aber steht jetzt halt nicht, wenn bei, was reden. Bei dir stand halt Germany irgendwie. Ja, wenn ich auf so viel gehe, dann sehe ich es wahrscheinlich. Aber, wieso stand das denn bei den anderen nicht? Im Spiel kann ich auf die Profile wahrscheinlich auch gehen, aber ich bin nicht so. Nee, das will man ja, man kann ja kein Picknick machen. Ja, eben, genau. So, wenn ich mal arg führe, dann könnte ich das machen. Mal schön, Decke aus, Brot. Da war doch einer, Mann. Brot und eine Salami. Das ist so Picknick, so typisch, gell, so ein bisschen. Es hat auch lang gedauert, aber es ist halt interessant, wenn man die Spiele das erste Mal spielt, kennt man die Maps natürlich gar nicht. Dann da bist du ja verloren. Ja. Wenn man die kennt, dann kann man es voll ausschalten. Oh, jetzt bist du ja schon wieder abgeballert worden. Damn it! Bist ja bald ein Schweizer Käse. Hab ihn. So, nachladen nicht vergessen immer, das kostet sonst Zeit.
nachladen und nach dem Laden dann schießen. Da ist was. Ah, Mann. Oh, mehr ist aber, das sind sie aber. Da. Kannst du das Flugzeug auch abballern da oben? Nee, gell, das war nur so ein Show-Effekt. Aber es gibt Fallschirmjäger, die kommen ins Spiel, indem sie mit dem Fallschirm von oben runterkommen und können von oben dann schon schießen. Mhm. Und da konnte ich hab's mal geschafft. Später hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Kommt vielleicht auch irgendwie auf die Einheit an. Konnte ich da von unten einen Fallschirm durchlöchern und dann stürzt er ab. Mhm. Was ist das da für ein Ding da? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Bunkereingang oder sowas, ja. Aber, keine Ahnung. Ja, jetzt, du brauchst mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ja, endlich. Aber Platz 4 nur. Die Zeit läuft ab. Ja. Yes. Hast du ihn auch? 16. Aber, der erste hat 18, also ich bin nicht so weit hinten dran. Mhm. Dreifachschuss, was stand da? Du meinst nichts. Und wenn du alleine spielst, ohne Online, gibt's dann so eine Art Ziel, also gibt's dann spezielle Sachen, Aufgaben, die du erledigen musst, Missionen, sowas. Bei der Kampagne. Aber auch hier kann ich bestimmte Sachen erfüllen, um dann besser zu werden. Mhm. Wie gesagt, wenn ich 5 am Stück abschieße, dann kriege ich, oder bei 6, dann kriege ich dann einen Flammenwerfer zum Beispiel. Aber der hält dann auch nur einen Tank voll. Ja, magst du mal wieder hochgehen, wenn's, oder? Sag's mir. Ja, wär cool. Zeig's mir. Weil ich ärgere mich dann über den Aufstieg, weil dann könnte ich mehr dann könnte man da im Joypad sehen, so ist halt nur der Arm so zu sehen. Ja, so wäre natürlich super. Boah, schau mal. Und wir drehen alles nochmal neu, weil so ist das ein gutes Bild. Molly, boah, das ist auch was Ekelhaftes. Aber erster Platz wird jetzt in dem Spiel leider auch nichts mehr. Aber ich war gut dabei am Anfang. Mhm. Aber das, ich weiß, manchmal kommen ja welche neu dazu und dann sind da so Killer dabei. Die können innerhalb einer Minute so viel abknallen, dass sie es einfach so drauf haben. Mhm. Mann. Dann verteidige ich jetzt den vierten Platz und dann machen wir noch Finales. In alle Map. Nein! Und dann könnte es ja sein, dass wir wieder da irgendwo landen, wo wir schon waren. Ne, bei der kann doch viel, klar. Ja. Und dann regst du dich wieder auf. Nö, aber dann, aber es wäre ja dann schon so doppelt gemacht. Aber du willst es ja unbedingt lange zeigen, gell, hast du gesagt. Ja, ne? Klar. Das ist lange zeigen. Ein paar verschiedene Maps. Ja. Aber es sind ja einige. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und dann müssen wir dann immer noch abbrechen. Ja, mit 40 Minuten haben wir schon schön. Das ist schon da so länger als sonst. Ne? Ja, eben. Du bist so nervös. Ich merke schon. Nein, so viel ändert sich ja nicht mehr. Das meint. Das ist ja ein schöner Eindruck. Ich war ja schon erster am Anfang. Ja, ich weiß. Damn it. Dann bist du oft abgeballert worden. Wenn es noch eine neue Map ist, machen wir eine noch und dann ist gut. Okay, ja, gut. Okay. Man hat eine Stunde gesagt. Wollen wir? Ja, aber das ist natürlich schon lang. Ne? Also ich dachte, das wäre so. Dachte, das wäre so ein am Stück quasi, dass man da irgendwie auch in, dass man da eine Stunde lang in der Open World rumläuft und die halt kein Ende nimmt. So hatte ich halt im Kopf irgendwie. Du kennst das, es ja nicht. Weißt du, und das ist halt dann dadurch abwechslungsreich ist, dass man immer neu an andere Orte kommt. Das ist automatisch. Schau mal, London Docks wäre jetzt noch schön. Ah, okay. Ja, wenn es was anderes ist, wäre es echt cool. Aber wenn es das gleiche ist, dann machen wir aus. Ist okay dann auch für dich. Okay. Ist das dann guter? Ja. Ich will dich jetzt auch nicht nötigen, weil du wolltest das ja unbedingt machen. Deswegen will ich jetzt auch nicht, will ich auch, dass du zufrieden bist. Ja, wenn Neues kommt, machen wir noch eins. Alles klar, ist das nicht. Dann auch cool für dich. Ja! Alles klar, dann ist gut. Ja, mit mir können wir reden. Das ist gut. Ja, mit mir wohl auch. Nachdem ich mich aufgeregt habe. Spätestens genau, dann ja. Sandbox. Vielleicht klappt der Sandbox. Ardennen ist auch ganz gut. Mhm. Okay, muss die Abstimmung läuft, läuft. Die Shooter sind ja schon weit verbreitet, da bist du echt eine Ausnahme, dass du da. Oh, ich werde so. Ja, große Szene, ich weiß. Gustav Kanon. Ah, die hatten wir noch nicht. Hat man nicht, bei der Probe hatten wir es auch. Das ist ja geil, die haben ja nur halbe Minute. Gustav Kanon macht aber auch Spaß, das ist eine recht große offene Map, wo viele da mit Sniper sich verschanzen. Mhm. Da habe ich lange Zeit versucht, Sniper ist nicht meine Welt, ich renne durch und knall's einfach. Also, wenn sie da irgendwo liegen mit ihren Snipers. Washington ist ja jetzt. Wird sie nicht aus dem Kofferraum mit dem. Das war auch so ein Sniper, also, diese Mord in Washington. War das nicht auch so mit einem Sniper-Gewehr so ein bisschen? Ich habe jetzt an Dallas gedacht mit. Vater Sohn war das. Kennedy? Nee. Das war nicht Sniper, das war ein normales vor Gewehr. Vor ein paar Jahren ist doch auch verfilmt worden, diese ganz schlimme Sache, wo die wahllos Vater Sohn im Auto, der irgendwie einer im Kofferraum, da haben die wahllos auf irgendwelche Leute geschossen. Eine perverse Scheiß-Story. Das richtig schlimm. Das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das ist ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht. Gut. Ja.
also ganz schlimmes Story. Gustav Kanon, also ist die Gustav Kanone der Deutschen gewesen. Hier laufe ich gerade hoch. Das war eine Riesenkanone von Krupp. Hier, die ganz wirklich. Ja, Krupp hat der ein viel. Riesenteil. Ja. Unendlich teuer. Ist einmal eingesetzt worden in der Ukraine und danach nicht mehr. Weil hat kaum was gebracht. Mein Opa war in der Ukraine übrigens. Vielleicht war er bei der Kanone auch dabei. Charkow war der. In Charkow. Und die wurde dann nach dem Krieg eingeschmelzt von den Russen. Ich glaube, zwei wurden hergestellt insgesamt. Das war ein Riesenteil. Da liegt eine Leiche rum, oder wie? Naja, das wurde gerade. War das ein Spieler, das ein Spieler oder ja. Liegen auch die, manchmal die, so Leichen rum? Die liegen erstmal eine Weile. Ah, okay. Aber wie, also wenn du abgeblättert wirst, liegst du doch gar nicht so lange eigentlich. Nee, ja, aber mein der Körper bleibt liegen. Ah, okay. So, jetzt konzentriere ich mich nochmal, also jetzt wenigstens in der letzten Runde. Aber aus Konzentrat, Junge, aus Konzentrat. Komm jetzt. Heide. Ich hab ihn. Heide Losti. Da geht was ab. Ja. Und guck, hier kann man sehen, das ist die Gustav-Kanon. Da oben ist dann der King mit seiner Sniper. Da musst du es oben ein bisschen verteidigen, dass kein anderer hochkommt und kann dann von oben immer schön runter schneiden. Yes. So, jetzt bin ich dabei. Wesley Snipes ist auch irgendwo wahrscheinlich. Ja, der guck, der hat mich weggesnipert. Guck mal kurz, zeig mal hier. Da sieht man's. Das ist mein Gegner. Der hat geguckt und hat er mich gesehen. Zack. Ah, ja, der Junge, das sah sehr professionell aus. Ja, da gibt's üble. Ja. Weiß, wie viele die das gespielt haben. Ja. Wahnsinn, man kann sich natürlich auch in so einer Welt total verlieren, weil sie sehr Realität so ähnlich sieht. Ne? Das ist natürlich auch für manche Menschen, die nicht so ein gefestigtes Umfeld haben, so eine schöne Flucht einfach. Ne? Ja. Das ist, muss man auch sehen. Natürlich nicht bei allen, aber... Ja, ich habe den König gerade abgeschossen oben. Echt? Ja. Da ist ja der Königsmord begangen. Mhm. Drücken Sie die 1 für Königsmord. Kennst du es? Nee, weiß bei nicht. Bei Simpsons war das. Wie, ich weiß ja, da ist irgendjemand hat die Polizei angerufen. Da war da so blöd. Möchten Sie ein Verbrechen melden? Und dann war das so, drücken Sie die 1. und dann, um welches Verbrechen handelt es sich? Mhm. Möchten Sie einen für Königsmord treffen? Drücken Sie die 1. Ja, und dann, das ist sozusagen, dann wählt halt die 1. Wenn Sie der oder den König oder die Königin kennen, die ermordet wurden, drücken Sie die 2. Weißt du, mega bescheuert. Oh Mann! Oh. Oh Mann, da sind jetzt Killer dabei mit dem Sniper. Aber ich bin Platz 3 noch ganz gut dabei. Das wird bei Polizeiinspektion 1, Frau Gmein, dieser Spionage. Ja. Was haben wir denn heute, Frau Gmein, dieser Mord, Totschlag, Spionage? Das ist so großartig. Okay. Oh, wow. Der geht ja wieder ab hier. Ich hab ihn. Ich bin Platz 3, nicht schlecht. Top 3 ist jetzt das Ziel. Ja, hochgesteckte Ziele sind gut, ne? Schön die Bronzemedaille. Ja, hochgesteckt wird Platz 1. Naja, gut, aber Platz 2 eben, ist realistisch. Ich bin okay, im Moment auf Platz 3. Ja, gut, du warst ja eben 4 und 5 und so, da ist 3 gar nicht so hochgesteckt, das war dumm, ja, genau. Wenn du eben 8er gewesen wärst oder so, dann wärst du hochgesteckt. Da immer auch aus dem laufenden Spiel heraus gesehen bin ich. Eh schon gut dabei. Ja, deine Zuschauer werden sich freuen, dass mal ein längeres Video drin ist. Also, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefällt, wenn es mal ein bisschen länger ist. Ja, ich würde ja gerne längere Videos machen, aber manchmal ist es so, dass man, ja, dann ist dann ein Kumpel zu besuchen, dann will man ja auch nicht so 80 Stunden oder die haben ja auch mal ein ganz enges Zeitfenster, wenn wir uns hier sehen, wenn ich hier nach Pforzheim komme. Ja, das ist das Problem. Dann können wir auch mal so Livestreams richtig exzessiv betreiben. Ja. Ist halt immer so zeitintensiv, ne? Man muss das ja irgendwann auch noch schneiden und beziehungsweise so viel zu schneiden gibt's ja hier nicht, aber bearbeiten zumindest und alles zusammenführen und es ist nicht so einfach. Man will ja auch nebenbei noch ein bisschen leben, ne? Ja. Also ich bin Platz 2 gerade, aber hab einige hinter mir. Oh. Oh, da hat er dich. Ich habe 3, die 7 Abschüsse haben hinter mir und ich habe 8. Mhm. Und der erste Platz hat 15, also den werde ich wahrscheinlich nie mehr gefährlich werden. Aber kicken wir mal. Was magst du denn gleich essen eigentlich? Ich hol mir nochmal Döner. Döner, geil, Tage das ist geil, gell? Die nächsten Tage koche ich dann. Da kann man dann nochmal so einen schönen Abschlussdöner essen. Ja. Ne? Der ist echt mega geil hier. Der ist echt gut. Ja. Und ich bin bei Döner sehr, sehr kritisch. Mhm. Also sehr kritisch. Okay, gibt also so viele schlechte Döner. Lecko mio. Ich bin noch auf Platz 3. Und den nächsten Tage koche ich dann wieder selbst. Schön Gemüse, gesund, ja, schmeckt mir auch. Ja, ich brauche auch mal wieder Und dann kann ich wieder was für die Figur machen. Anti-Blauzen-Training, ey.
dass ich bis zum nächsten Dreh wieder eine vorzeigbare Figur habe. Die Mädels auf dich fliegen. Eine Bikini-Figur. Yes. 9. Dritter Platz. Dritter Platz, und also im Moment hat er soll erreicht. Mit 2 Punkten Abstand, aber vielleicht kriege ich den zweiten noch. Das der erste hat schon 20, der schafft vielleicht, bevor die Zeit abläuft, die 30 und dann ist das Spiel ja vorab vorbei. Ach, hör auf. Aber 30 ist natürlich Premium-Style, ne? Also. Ja. Mh. Na gut, aber das habe ich auch dann schon. Hast du auch schon mal geschafft? Oft. Kommt halt, wie gesagt, auf die Runde an und auf die Map. Ja. Manche Maps, die sind ja besser zum Kills kriegen. Da stand noch Zahltag, Königstöter, da steht immer so Zeug hier da immer. Durchdringung, weil ich halt durch die Wand ihn jetzt erschossen habe, sozusagen. Aha. Das sind dann die Aktionen, die du machst, oder? 12, Platz 2 und 3. Aber Königsmord, ja, super. Königsmord. Über den meisten Abschüssen. Geil. Ja, die werden natürlich auch programmiert, dass da der Suchtfaktor hoch ist. Ja. Aber wirst du, wenn dein Abo, Online-Abo abläuft, wirst du offline trotzdem ab und zu nochmal spielen? Nee, die Kampagne finde ich relativ langweilig. Oh, okay. Willst du also war schon schön, und mal wieder reinzukommen. Da gehst du ab April auf Cold Turkey. Ja. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Cold Turkey ist kalter Entzug. Kalter Entzug. Ach so, okay. Ja, bin ich so in der Probe. Also, alles kennt man doch, Cold Turkey, ne? Wo, wenn das dann der kalte Entzug, das wenn man sofort. War mir gar nicht beleuchtet. Und wow. Das ist, dachte, das wäre irgendwie so voll Mainstream-mäßig. Yes! Zweiter Platz. Das Gute ist, ich bin nur 11-mal gestorben, der dritte Platz ist 14-mal gestorben. Der hat genauso viele Abschüsse wie ich. Mm. Komm. Oh. Ja! Zweiter Platz, geil, über Soll. Hoffen wir, dass gleich keine Sollbruchstelle kommt, dass du dann Fünfter wirst. Das ist halt vom Ziele wie Golden Eye. Du warst immer dabei. Natürlich. Ja, 100 Zement. Und das habe ich jetzt halt versucht, mit Freunden auch mal hinzukriegen, dass die sich das Spiel auch zulegen, dass man dann zu dritt oder zu viert online mal spielt. Aber haben sie nicht gemacht, oder? Nach der Familie, man wohnt jetzt woanders, also halt cool dann online. Ja, eben. Zu viert auf das so einer wie, Map. Das ist dann so ein bisschen Treffen Light. Wie bei Golden Treffen Eye. Light. Das kannst du ja voll nachvollziehen, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist absolut. Und das habe ich leider bisher noch nicht hingekriegt. Ich habe mit einem Freund, der Gerald, der mich darauf hingewiesen der hat, Gerald. Auf das Spiel. Mit dem habe ich das dann online gespielt, aber dieses frei für alle können wir nicht gemeinsam reingehen, weil man könnte sich absprechen. Weil es ist halt immer Zuffi, Zufallsgenerator. Ja, so weil bisschen, man könnte sich absprechen. Ja, ja, natürlich, macht ja Sinn. Und die wollen ja, dass jeder für sich schützen. Kämpft. Aber ihr könntet doch privaten Raum machen. Kann man denn nicht privaten Raum mit 8 ja, Kumpels kann man, machen? Aber, ja, geht das? Ja, aber die Kumpels haben halt... nee, ja genau, du hast nicht genug Kumpels, genau. Aber rein theoretisch. Ich habe dann auch versucht, über das Spiel mit Leuten Kontakt zu knüpfen, die auch Deutsch sprechen, die vielleicht mal Lust hätten, aber ich habe noch nichts hingekriegt. Hat man, okay. Ist ja, ja. Und zu zweit ist es halt langweilig dann auf der Map. Da muss schon 3 mindestens sein. Also man kann privat zu zweit auf einer Map spielen. Ja. Das geht rein theoretisch. Mhm. Also man braucht nicht 8. Okay, ja. Interessant. Also das Spiel ist gleich vorbei. Ich schafft den dritten Platz höchstwahrscheinlich. Ja, hoffe ich mal. Der zweite hat es schon 20. Das wäre doch ein tolles Ende, wenn du deinen Soll erfüllst. Ich habe 16, der zweite hat 20. Der erste ist bei 29, ein Abschuss noch, dann ist vorbei. Das war es jetzt gleich. Aber immerhin den dritten Platz hat es heute geschafft. Ja. Wo ich die letzten Tage mal gejoggt habe, da war ich dann mal 6. mal 5. und dann war ich Erster, Zweiter. Aber kommt eben auf die Runde an. Ja. Und die Akustik hat mir komplett gefehlt. Und das macht wirklich viel aus. Ja. Aber ihr hattet die Akustik. Und das ist ja auch schön. Und wenn sie nicht unbedingt nötig ist, dann war es ja auch jetzt kein gigantischer Nachteil. Ja, haben wir jetzt mal so ein Spiel gesehen? Auf jeden Fall. Schwarzer Bildschirm. Na, das lädt. Also, okay. Ich dachte gerade, das sieht ja, ich habe immer Angst vor, ne, dass irgendwas abschloss oder so. Alles klar. Ja, das war mal ein ganz anderer, neuer Einblick. Ein modernes Spiel, ein langes Let's Play. Vielleicht hat es auch ein paar Längen, aber wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir hatten das ja schon letztes Mal geplant. Längen, wer sind, und so. Wer sich hier interessiert, der guckt sich ja, das an. Ja, eben. Ne? Aber schön, es war mal was anderes. Finde ich gut. Also, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, zack.